Visual Gaming. Commodore C64. It's Commodore time. C64. It's Commodore time. Enjoy my channel and have fun. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Folge. Zock mal wieder mit Domaniac. Und heute zeige ich euch Blue Baron auf dem C64. Ich habe das jetzt zum ersten Mal in meinem Leben geladen. Also zumindest sagt mir das momentan nichts. Und lassen wir uns überraschen. Zumindest hört sich die Mucke hier schon gar nicht so schlecht an. Starte das einfach mal. Und auch hier wieder. Click to... Nein, doch nicht. Space. Nein. Port 1. Nein. Return. Nein. Hey, what denn jetzt? Fantastisch. Aha, ich habe jetzt einfach mal hier bei den Zahlentasten was gedrückt mit 1. Target Bridge. Okay. Bridge. Ach du je. Also man kann hoch oder runter irgendwie. Schießen. Gegen den Felsen klatschen da unten. Get Ready Player 2? Wä? Okay, jetzt gibt's also hier die tolle Joystick-Verknotung, oder was? Oder es spielt sich beides mit einem? Aha, spielt sich beides mit demselben. Ja gut, dann sind wir jetzt zwei Spieler und kriegen's... Yay, ich bin in der Luft! Juhu! Da war was. Hier gibt's irgendwelche Extras am Himmel. Ja, okay. Sieht ja schon mal nicht unlustig aus, aber ich habe das Gefühl, dass das steuert sich gar nicht so einfach. Boah, außerdem, ey, ich kriege hier ständig irgendwas ab. Das ist ja, boah, ouch, steht da unten links, ja. Habe ich gemerkt. Meine Güte, da geht ja ganz schön ab. Kann ich auch nach rechts fliegen? Nee, da ist das Level zu Ende. Okay. Ah, ich kann gedrückt halten. Das ist schon mal nicht schlecht. Ich habe keine Ahnung, ob man hier auch Bomben abwerfen kann. Haha, ein Fesselballon gekillt. Mit Space oder so? Ah, toll. Ja, das lassen wir jetzt. Ich habe nämlich keine Lust, mich dauernd nach da vorne zu beugen und eine Bombe abzuschmeißen. Ich hoffe, es gibt nicht irgendwann ein Missionsziel, wo man das machen muss. Dass man irgendwie per Bombe die Brücke sprengen muss oder irgendwie sowas. Das werde ich dann ja sehen. Target Bridge. Oh, ich fürchte doch. Na gut. Oh, sieht ja lustig aus. Nio, schmier ab, Ballon. Puff. Boah. Boah, da hat sich der Ballon an mich, mir gerecht. Rache ist Ballonhülle. Game over. Ja, das ist ja schön bunt. Probieren wir nochmal, oder? High Score 290 steht da in fetten Lettern. Ach ja, ich habe ja noch Player 2. Mal sehen, wer gewinnt. Player 2 hat, glaube ich, schon mehr Punkte. Ist langsam fliegen jetzt gescheiter oder nicht? Zuf. Ah, wir sind hier nicht bei Barnstorming. Nee. Joa, wieder mal in der Highscore. Tada! Access Code Data. Ja,
Player 2 hat gewonnen. Und ich meine, mit 1 macht man dann wahrscheinlich ein 1-Spieler-Game. Denn das probiere ich nochmal. Es ist nicht so schlecht, wenn man so einigermaßen weiß, wie es geht. Also mit... Wieso hebst du nicht ab? Was war denn das jetzt? Wozu war das jetzt gut? Ich wollte gerade sagen, wenn man so einigermaßen raus hat, wie sich das steuert, könnte ja noch ganz interessant werden dann. Boah. Oh. Muss ich jetzt hier eine Bombe abwerfen auf der Brücke? Keine Ahnung. Wahrscheinlich nicht. Ich weiß es nicht. Hoffentlich habe ich jetzt nicht die einzige Bombe verhauen, die ich habe. Da ist ein Wasserflugzeug. Warum parkt das da? Keine Ahnung. Was gibt's sonst noch hier? So weit bin ich noch nie gewesen. Ich habe auch das Gefühl, viel weiter komme ich auch nicht mehr. Oh, da schmiert der Ballon ab. Ah, da ist die Karte zu Ende. Muss man denn hier landen? Was muss ich denn hier machen? Na, Schüsse einkassieren und sterben wahrscheinlich. Was passiert denn jetzt? Ah, mein Sprit geht zu Ende. Muss ich da hinten tanken irgendwie? Schaffe ich das, bevor ich abstürze? Nein, natürlich nicht. Mission completed. Bonus Aircraft. Okay, ich bin abgestürzt und habe es aber trotzdem geschafft. Hä? Muss ich das jetzt irgendwie begreifen? Target Ford. Okay. Ja, und warum hebe ich jetzt schon wieder nicht ab? Boah. Hier kannst du ja wirklich mit alles und jedem kollidieren, doch. Da, Ford. Ja, ich habe das Ford, glaube ich, versenkt. Ist damit die Mission jetzt geschafft? Wäre ja cool. Kann ich dann da hinten irgendwo abstürzen? Ich wollte sagen, landen. So kann man auch landen. Für immer. Stay a while. Stay forever. Ich komme hier nicht. Warum nicht? Warum komme ich nicht in die Luft? Was soll denn das, Mann? Ich komme nicht hoch. Wieso muss ich nach rechts abheben? Scheint irgendwie nicht anders zu gehen. Und ich hatte doch das Gefühl, dass ich das vorbombardiert habe. So. Jetzt muss man wahrscheinlich nur noch am Leben bleiben. Irgendwie. Oder muss man da mehrere Bomben drauf werfen? Das weiß ich nicht. Boah. 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 Kaputt. Game over. Ja. Interessantes Spielchen. Highscore. Blue Baron. Ja, jetzt ist mir vorhin doch glatt entfallen, wie der Titel hieß. So heißt das Game, Blue Baron. So sieht's aus auf dem C64. Eigentlich gar nicht so übel. Kann man gut zocken. Also, ich habe Schlimmeres erwartet. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Wenn's heißt, zockt mal wieder mit Tomaniac. Macht's gut und ciao, bis dann.